Wir gucken auf den Text als Ganzes und müssen gleichzeitig sagen, wir haben nicht den ganzen Text. Warum? Ich zeige ein altes Missale, also das ist von 1920, also wie das Bistum Konzil Gültigkeit hatte. Wir sehen links was? Bitte, was? Eine Kreuzigungsgruppe. Aha. Jo. Wenn Sie auf das Plakat schauen, auf dem Dings ist das auch drauf, dann kann man gut den Übergang sehen. Te igitur. Ist das ab dem Te igitur der ganze Kanon? Bis zum Amen? Und was noch? Das was? Das habe ich jetzt nicht gehört, ich glaube, ich habe was im Ohr. Nein, Vater Unser gehört nicht dazu. Also Sanctus gehört dazu und was gehört noch dazu? Ja gut, das ist jetzt, das sagt der Kirchenmusiker jetzt, weil er weiß, das waren mal zwei Teile, ja, genau. Aber was gehört noch dazu? Ja? Zum Kanon. Zum Kanon. Also wir haben jetzt sozusagen den Text nach dem Sanctus, ja, wir haben das Sanctus, wir haben die Präfation, wir haben das sogar das Amen der Gemeinde, aber ein Teilchen fehlt uns noch. Das habe ich nicht gehört. Ich will gesund bleiben. Das gehört ja dazu, bis zum Amen, das Amen gehört dazu. Aber was fehlt uns noch? Eines fehlt dir noch, sagt Jesus. Der Bitte was? Jeder alle da drin. Ja? Wie geht es denn los? Heißt, ja, genau, der Vorspann, also der Einleitungsdialog. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus domino Deo nostro. Also der Einleitungsdialog. Das ist nämlich insofern ein eigener Teil, weil der in allen fast gleich in allen Anaphern von den Ältesten her bezeugt ist. Ja? Weshalb wir überhaupt von Anapher, ja, oder Illatio, lateinisch dann sprechen, ja, Erhebung. Nicht, auch die Gaben werden erhoben. Ja? Unsere Herzen werden erhoben. So sum corda. Wir selber werden erhoben in dem, was wir da tun. Also man kann das übertragen oder Linien ausziehen. Ja? Wir feiern ja schließlich, was haben wir heute gesagt? Tod und Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, wir feiern unsere eigene Hineinnahme in dieses Heilsgeschehen. Also der ganze Kanon. Deshalb fand ich in einer Einführung zur Odo Kasel, fand ich von Viktor Warnock noch einmal Sätze, die uns das nochmal deutlich machen können. Kasels Verständnis der sakramentalen Heilsmysterien, schrecken Sie nicht vor diesen vielen Fremdwörtern, ist insbesondere von der Messe als Opfermysterium bestimmt. Also wenn man da merkt man noch, das sind keine Kampfbegriffe. Heute haben Sie in jedem Pfarrgemeinderat inzwischen schon, jeder, der halbwegs bewusst katholisch ist und der sich im Internet auf entsprechenden Seiten versichert, sagt, das ist ein Opfer! So, und meint, er hat damit schon alles gesagt. Ja? Und die anderen sagen, nee, oh, lass uns doch mit dem Mahl, das ist irgendwie viel schöner. Ja? Klar, da bereite ich mir nicht so viel, muss ich mir nicht so viel Kopfzerbrechen machen, wenn ich von Mahl rede, das kapiert jeder einigermaßen. Ja? Und leider Gottes wird das dann auch so gefeiert. Aber wenn wir das gegeneinander stellen und gegeneinander ausspielen, kommen wir keinen Schritt weiter. Und da sind die anderen überkatholisch, die anderen sind protestantisch schon und sowas. Das bringt überhaupt gar nichts. Ich kann gar nicht auch verstehen oder erkennen, wo da der Widerspruch liegt. Natürlich macht er sich manchmal an den Texten fest, ja, wo wir in der Übersetzung dann etwas unterspülen. Auch das dient, habe ich heute Morgen schon gesagt, der Unglaubwürdigkeit. Ja. Also bei Kasel ist das ganz die Messe als Opfermysterium. Auch dieses hat einen eminent, also einen latreutischen Sinn und einen soteriologischen Sinn. Das heißt, latreutisch heißt, es ist ein Akt der Verehrung Gottes. Aber gleichzeitig vollzieht sich im Akt der Verehrung Gottes an uns
die Heilswirksamkeit dessen, was wir da tun. Ist es doch in erster Linie Eucharistia und gerade darin auch Opfer, und zwar weil danksagende Antwort auf die Opferliebe und Opfertat Gottes in Christus, die in der Messfeier nicht nur meditativ, sondern existenziell nachvollzogen und damit dem Vater zurückgegeben werden soll. Christus zieht durch das Opfermysterium den gläubig daran Teilnehmenden in die einmalige, aber allumfassende und vollgültige Eucharistie hinein, die er durch sein Selbstopfer am Kreuz Gott dem Vater dargebracht hat. Also da sehen wir ja immer, aber Trient hat gesagt, das ist das, ja, wir spielen nicht einfach nach. Das Opfer Jesu Christi ist einmalig. Das kann ich als Priester nicht wiederholen. Das geht nicht. Aber durch die Liturgie treten wir in diese Einmaligkeit und die Zeitlosigkeit dessen ein. Also wir haben ganz andere Zeitkategorien. Wir wiederholen nicht einfach das sozusagen schematisch und beliebig oft, ja, was Christus auf Golgatha getan hat. Wie ist das möglich? Ja? Das ist sozusagen, da tendieren wir manchmal katholischerseits noch dazu, das nicht genau zu fassen. Das hat Trient aber nicht gesagt. Also als jetzt nach dem Motto, ha, ich habe jetzt Lust zu zelebrieren, komm, das geht sich noch aus, ja, und jetzt mache ich das. Es gibt Hirtenbriefe, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ja, wo Bischöfe schreiben, also im 20. Jahrhundert geschehen, in einer österreichischen Diözese, wenn ich das vergleiche, der Priester und die Mutter Gottes, ja, da ist die Mutter Gottes im Grunde genommen Dreck dagegen. Denn die hat ja Christus nur einmal auf die Welt gebracht. Ah, der Priester. Der muss nur wollen, wann immer er will, immer. Ohne Unterlass. Ja? Ja, manches ist so furchtbar gut gemeint, ja, aber dennoch voll daneben. Ja? Also es geht nicht einfach um eine mechanische, wieder ist auch das Missverständnis Luthers. Aber es fehlt natürlich auch, gerade bei Luther, aber ich weiß nicht, ob die katholischen Pendants da viel besser gewesen wären. Wir haben natürlich immer leicht mit dem Finger zeigen auf Luther, auch in diesem Fall zu Recht, was es da für antijüdische Ausfälle gibt. Aber ich weiß nicht, katholischerseits in vergleichbaren Zeiten, wenn du viel besser machen wir da jetzt auch nicht unbedingt. Also wir müssen uns jetzt nicht so als die leuchtenden Judenfreunde hinstellen, so sagt noch der dreckige Luther, was hat er alles gesagt, ja. Leider haben wir uns da bezüglich auch nicht mit Ruhm bekleckert, ja, das muss man auch mal einfach sagen. Aber uns fehlt zum Beispiel der ganze Hintergrund, tschüss Maximilian, uns fehlt zum Beispiel der ganze Hintergrund dessen, was Gedenken bedeutet, also Zakar im Hebräischen. Darüber haben wir schon oft im Zusammenhang mit der Liturgie nachgedacht, aber es ist eben so zentral. Das ist zum Beispiel eine Kategorie des Denkens und des Verstehens, die dem Konzil von Trient so nicht zur Verfügung stand. Die erst auch durch viele liturgiewissenschaftliche Arbeiten auch des 20. Jahrhunderts oder auch des Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt nochmal wieder erarbeitet wurde. Was bedeutet dieses Gedenken? Ja? Leider Gottes auch in der Einheitsübersetzung, da kann man auch nochmal wieder sehen, ja, von wegen modern. Ja? Die Einheitsübersetzung als der letzte Schrei vor ein paar Jahrzehnten, ja, ignoriert schlichtweg alle Arbeiten dazu, zu Zakar. Und das direkt nach einer Liturgiereform. Also man beißt sich fast irgendwo hinten rein. Ja? Sondern indem sie es einfach dümmlich übersetzen mit Denken an. Das hat nichts mit Denken an zu tun. Liebe Gott sitzt im Himmel und denkt an seine Erbarmen. Ah ja, gut, gut, dass ich noch mal dran denke, an mein Erbarmen. Das wäre mir fast irgendwie so durchgerutscht. Oder wie soll man sich das vorstellen? Sondern alles, die ganze Schöpfung hat nur Bestand, weil Gott ihre gedenkt. Weil das Gedenken ist die Gegenwartsform Gottes. Und die Liturgie ist, indem sie anamnetische Liturgie ist, ja, Gedächtnis der Heilstaten Gottes ist, ist eine Aufhebung unserer Zeitkategorien mit gestern, heute, morgen, ja, indem wir in die Gegenwart Gottes Eintritt erhalten. Und deshalb müssen da auch unsere ganzen Subjektivitäten und Befindlichkeiten und affektiven Störungen und psychologischen Dachschäden müssen da zurückstehen, weil sie da nicht eine Rolle spielen. Sie werden doch höchstens geheilt. Das muss man mal wirklich auch, ja. Und deshalb können wir auch nicht in der Liturgie herumfuhrwerken, wie die Berserker oder so. Ja, die einen mit dem kleinen Besteck und die anderen mit der Planierraupe, wie auch immer, ja. Das hat doch nichts zu suchen.
Also wir treten in die Gegenwart Gottes ein, das ist etwas anderes. Und Gegenwart Gottes eintreten heißt nicht nur, dass wir eine Audienz bekommen, sondern in der Gegenwart Gottes sind eben durch das Gedenken alles das, was er am Volk Israel tut, was er durch Jesus Christus wirkt, ist Gegenwart, bleibende Gegenwart. Und das wird in unseren Kategorien nochmal wieder gesprochen, auch unsere Zukunft sein, weil es unsere einzige Rettung ist. Und das ist doch ein unglaubliches Geschenk, dass wir mittels der Liturgie dort hineinfinden dürfen. Deshalb denke ich immer auch, wenn ich dann schon, also ich weiß nicht, mir ringeln sich dann schon die Zehennägel, wenn ich dann höre, Liturgie muss heutig sein. Also das von diesem Ansatz her noch einmal durchdacht, ist das ein Widerspruch in sich? Weil wir können doch nicht Gott unsere Kategorien vorschreiben. Gott, der jenseits der Zeit ist. Der liebe Gott hält sich nicht an meinen Terminkalender. So machen wir das aber oft. Ja? Was sagt der Psalm? Vor diesen 1000 Jahren wie ein Tag. Aber der liebe Gott muss dann funktionieren wie 2013, wo wir mal gerade aus dem Pups einen Gaskrieg machen oder was. Was soll das werden? Das kann nicht sein. Ja? Sondern wenn wir sagen, Gott ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, wir sagen das von Christus dann nochmal dezidierter, ja, dann findet das nirgendwo anders so einen Ausdruck wie in der Liturgie. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich gemacht habe. So, gut. So wird die Messfeier zur authentischen Danksagung für das in Christus durchgeführte Gotteswerk. Von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt. Wie dies im eucharistischen Hochgebet der alten Kirche bei uns andeutungsweise in der Präfation zum Ausdruck kommt. Also das haben wir natürlich schon zum Beispiel jetzt im 4. Hochgebet, da ist das da. Wenn man weiß, dass die alte Kirche die Parousie Christi, also seine Wiederkunft, an keinem anderen Punkt ihres liturgischen Erlebens so erwartet hat wie in der Osternacht. Nicht Weihnachten, nicht Christkönigssonntag und sowas, ja, sondern in der Osternacht. Das ist die, also wir heute Morgen haben wir noch aus dem Exodus die Lesung gehört, ja, eine Nacht des Wachens für den Herrn. Zweimal kommt das in dieser Lesung vor. Ja, und das ist die Nacht, in der Christus wiederkommt. Ja. Wann sonst, haben die frühen Christen gesagt, wann soll er sonst wiederkommen? Das kann nur jetzt sein. Ja. Weil man dort so, das hängt damit zusammen, weil man so im Jetzt durch diese Feier in die Gegenwart Gottes hineingefunden hat. Ja. Da sagen, ja, wo ist die Dauer? Also das ist ein geradezu organischer Übergang dazu, das ist kein Wunder, ja. Deshalb, so sagt Viktor Warnach noch einmal, ist für Kasel, für Odo Kasel, also nicht die Kasel, sondern der Kasel, darum ist für Kasel der Kanon eine Ganzheit, zu der auch die Präfation mit den vorbereitenden Akklamationen und dem nachfolgenden Trisagion, dem Sanctus, gehört, was heute als neue Erkenntnis propagiert wird, also Warnach schreibt das 68, war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Man kann im Kanon nicht latreutische, sakrifizielle, anamnetische oder epikletische Elemente voneinander trennen. Also anbetende Teile, darbringende, opfernde Teile, Heilsgedächtnisteile oder die Teile, wo der Geist Gottes herabgerufen wird. Man kann sie nicht voneinander trennen. Vielmehr stellt der Kanon eine Ganzheit dar, die Dank- und Opfergebet, Anamnese und Epiklese in einem ist. Erst diese formbestimmenden Momente zusammengenommen, lassen die Wesensstruktur des eucharistischen Hochgebetes erkennen. Und ich finde, das wird nirgendwo anders so deutlich, deshalb war mir das wichtig, nochmal hier antönen zu lassen, wie in diesem Text des ersten Kanon. Der, wie wir jetzt gesehen haben, ein gewordener Text ist, aber eben als Einheit vorliegt, auch mit den heiligen Listen, zu denen wir gleich kommen. Also schon, wenn wir jetzt einmal Einleitungsdialog, Präfation, Sanctus und dann hebt das an.